Im Ring, wir haben es gerade gesagt, Leichtgewicht, Männer bis 63 Kilogramm, in der roten Ecke aus Brasilien, Wanderson da Oliveira und aus den Niederlanden, Enrico La Cruz in Blau. Enrico La Cruz, zumindest hier für uns, bekannter Name, haben wir auch schon Boxen sehen, Ja, kann was. international auch Medaillengewinner. So, dann schauen wir mal. Beide in der Normalauslage. Nicola Cruz. Schon ein bisschen mehr mit dem Jab gemacht. Schön, wie der Jab da durchsticht von de Oliveira. Beide setzen Akzente mit ihrem Jab, kommen teilweise mit ihrer Rechten dann hinterher. Ja, einmal schlägt der eine, einmal der andere. Handschuh federt aber immerhin noch ein bisschen was ab, auch von den Treffern, die dann da erzielt werden. Deckung steht von der Oliveira. Ausgeglichener Kampf. War zumindest mal der Versuch eines Aufwärtshaken von der Oliveira. Weiter geht's. Es wird. Wanderson da Oliveira ein bisschen aktiver. Jetzt ist wieder La Cruz dran. Ja, Deckung ein bisschen geschlossener von Oliveira als von La Cruz. Kommt gefühlt ab und zu einer mehr durch. Ein bisschen mehr Druck nach vorne vom Brasilianer. Eine enge erste Runde. Oh, jetzt schöner Uppercut. Und Oliveira. Schön, jetzt zweimal der Uppercut hintereinander drin. Dazu bewegen, die Runde auch zu geben. Aber eine enge Runde. Ja, leichte Vorteile für die rote Ecke. Gut geführter Kampf. Die beiden haben sich dann mehr oder weniger neutralisiert, wie bei so einem Strategiespiel, was über Runden geht. Jeder war mal dran. Danach haben wir noch drei Kämpfe mit deutscher Beteiligung. Die nächsten drei. Das waren noch ein paar ohne deutsche Beteiligung. Auch Und genau drei. Und jetzt kommen wieder drei mit deutscher Beteiligung danach. zwei davon sind Round Robin noch, ne? Ja. Das ist ja nochmal danach. Ganz am Ende gibt es noch zweimal vom Round Robin Turnier. Runde 2. Oliveira kommt jetzt ein bisschen aus der Ecke, wobei jetzt kommt wieder auch La Cruz. Ja, immer mal der eine, dann der andere. Ja, hat gerade Vorteile für den einen gesehen, ist der andere dran. Oh, aber der drei Uppercut. Aufsagen hintereinander.
Eine spezielle Schlagauswahl, schwierige Schläge werden natürlich dann noch ein bisschen besser bewertet. Der Uppercut hat aber auch für mich schon in Runde 1 ein bisschen den Unterschied gemacht. Also da kann man ja auch gut durch. Auch hier wieder zwei Uppercuts drin. Der Bosiana ein bisschen mehr Vorwärtsgang treibt. Der Kruse ein bisschen mehr vor sich hin. Oh, jetzt die Macht. Krachende Rechte. Schon wieder diese Aufwärtshaken. Die kommen wirklich da gut. Da muss der Kruse mal irgendwas machen, dass das nicht so einschlägt. Sich einfach so nimmt. Weiter in Bewegung bleibt. Die Rechte jetzt. Jetzt wird es doch ein bisschen deutlicher in der Runde. Klasse, wie die Oliveira das hier macht. Ja, Aufwärtshaken immer wieder ein gutes Mittel. Und die Deckung steht gut bei der Oliveira. Geht alles auf die Deckung, was La Cruz da abfeuert. Starke Rechte. Oh, die hat auch gut gesessen. Muss er ein bisschen aufpassen beim Zurückgehen, dass er da noch mal eine Hand vor das Gesicht packt. Hat er sich jetzt ein paar Mal schon welche eingefangen? Ja, der Brasilianer macht das jetzt richtig gut in der zweiten Runde. Deutliche Runde. Vorteil für den Brasilianer. Oh, Oliveira. Das ist eine gute Stimmung zwischen den beiden. Ja, für mich Oliveira 2:0 Runden vorne. Stimme ich dir zu. Ist jetzt ein bisschen mehr von La Cruz kommen, auch was offensiv angeht. Nicht immer Aktionen setzen und dann den De Oliveira kommen lassen, sondern einfach immer weitermachen. Alles raus. Die dritte Runde. Seconds out for round number three. Gucken, was La Cruz noch auspacken kann. Oliveira scheint auch ein bisschen mehr Pop in seinen Händen zu haben, wie es Sean Porter sagen würde. Ja, da geht alles auf die Deckung. Oliveira. Boah, macht diese Aufwärtshaken. Interessant auch zu sehen, hier die Unterschiede zwischen den Stilen, eben Kasachstan mit diesem technischen Boxstil,
Jetzt noch die Brasilianer, Südamerikaner mit einem anderen Boxstil. Die Europäer wieder mit einem anderen. Wenn das so weitergeht, können wir das ja direkt morgen mal vergleichen. Brasilien gegen Kasachstan. Ja. Wäre ein interessantes Matchup. Der Brasilianer macht das wirklich sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr diszipliniert. Er zieht auch seinen Stiefel hier durch. Keine Mätzchen. Deckung zu, wenn es zu sein muss. Oh, der Uppercut. Da bin ich Fan von dem Uppercut. Macht er richtig gut. Echt beeindruckende Performance. Jetzt weicht er eben nochmal aus. La Cruz probiert nochmal alles, aber das wird, glaube ich, nicht reichen. Ja, dominante Performance von De Oliveira. Letzte 10 Sekunden. Und da ist es geschafft. Schauen wir mal. Für mich heißt der Sieger Wanderson de Oliveira. Dass die Punktrichter genauso sehen. Da kommt schon der nächste Protagonist. Kevin Boakshi-Schumann geht an uns vorbei. Und Hebert Sousa auch. Die werden wir gleich sehen, wird auch ein Knallerkampf. Ah, Herbert Sousa, kurzes Sau. Bronzemedaillengewinner bei der letzten WM in Jekaterinburg. Ja, absolut verdient, klasse gemacht. Glückwunsch und dann hören wir uns gleich wieder.